Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute haben wir die Verheißung aus Jesaja 55, Vers 9. Und da lesen wir: Denn soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das Wort des Herrn. Aber um den Zusammenhang besser zu verstehen, möchte ich noch den Vers 10 lesen. Die Verheißung ist zwar Jesaja 53, Vers 11, aber, oder 55, Vers 11, genau, Jesaja 55, Vers 11, aber im Zusammenhang möchte ich den 10. Vers auch lesen. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht, dass sie fruchtbar und macht sie fruchtbar und lässt wegwachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Also er braucht hier ein Bild, so wie es ist mit der Erde. Wenn Regen kommt und es feucht wird und da Samen ist, dann geht es auf und bringt Frucht. Und so sagt er, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, da wozu ich es sende. Und das können wir jetzt nehmen. Die Verheißung, die dürfen in unser Herz Platz nehmen. Sie dürfen eindringen. Das ist Samen, der eindringt. Und dann kommt Regen, geistlicher Regen, Segen. Und dann beginnt diese Frucht zu wachsen. Und sie wird größer und größer und größer. Möchtest du Frucht bringen für die Ewigkeit? Ich wünsche, dass diese Verheißung dich ergreift. Und dass du eine Entscheidung triffst. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.